Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Evolve. So, dann fange ich mal eine neue Evakuierungskampagne an und nämlich mit der Krake. Also, die Krake ist halt der Krake, die Krake? Ja, die Krake. Würde, glaube ich, eher passen. So, als erstes geht es natürlich auf der Geisterfalle-Karte in die Jagdmission, aber zurück zu Krake. Die ist halt, gehört zu der Kategorie Monster und lässt sich doch sehr anders spielen als der Goliath oder Meteor Goliath. So. Und so. Der Tod kommt von oben. Blitzschlag, Benchimin und Wirbel können alle aus der Entfernung eingesetzt werden, sodass der Krake den Feind aus der Luft angreifen kann. Beim Nachbeben muss der Krake näher an seine Feinde heran, aber das Risiko wird durch massiven Schaden ausgeglichen. Ach schon, habe ich einen schicken Skin? Och, den Magma-Skin nehme ich jetzt. Der Krake, okay. So, und ich verteile noch eben meine Punkte. Ich gebe 2 Punkte auf Blitzschlag und einen Punkt auf Wirbel. Und ich nehme die Panzerungsregeneration. So. Ich kämpfe diesmal gegen Emmet, das Sunny, Ödland, Maggie und Lennox. Hier ziemlich schnell aufsteigen. Okay, jetzt habe ich Vögel angelockt. So, Nahkampfangriffe vergiften die Jäger. Das hört sich doch mal schön. Interessant an. Ich habe da schon wieder Vögel angelockt. Thank you.
Blitzschlag auf Maximum auf. Hier gibt es ein. Ich würde dann noch Benching nehmen. Der Krag ist nämlich auf Fernkampf spezialisiert mehr. Nahkampf kann er auch ein bisschen, aber jetzt nicht so viel. Aber sonst meistens halt immer Fernkampf. Das wird zu mächtig. Jetzt mache ich 15% mehr Nahkampfschaden oder allgemein mehr Schaden. Nachbeben.
Ha, jetzt haben wir noch ein paar Spiele. Gehen und den kaputt machen und ich weiß ganz genau, die Jäger warten auf mich dort. Und es kommt halt die Frage, wo genau die sind. So, das ist voll. Und dann würde ich mal sagen, wieder Attacke. Okay, das war ein schöner Treffer. Ging da los. Thank you.
abbauen. Meine Panzerung erstmal anfressen. Dann würde ich wieder zum Angriff rübergehen. Ah, perfekt. Sämtliche Jäger ausgeschaltet. Ich dachte, ich hätte mich verkalkuliert erstmal, aber war doch ziemlich eine knappe Kiste. Ordentlich Schaden mit dem Benjamin gemacht, Nachbeben auch ordentlich gemacht, Blitzschlag hat auch wunderbar getroffen und Wirbel auch noch. So. Okay, die Jäger haben 187 Kolonisten gerettet, das Monster hat 369 Kolonisten getötet. Mal schauen. Die nächste Mission wird sein, entweder eine Rettungsmission auf der Arsenal-Karte oder eine Nestmission auf der Broken Hill-Karte. Das wird die Nestmission. So, Teleportationsrisse ermöglichen es dem Monster, sich an unterschiedlichen Punkten zu teleportieren.
So, ich bleib wieder bei der Krake. So, ich baue wieder den Blitzschlag für 2 Punkte aus und einmal Wirbel. So, ich nehme die Panzerungsregeneration. So, und ich kämpfe dann diesmal gegen Emmet, Carbord, Ödland, Maggie und Panel. Die haben Ei zerstört, okay. Was hast du? Okay. Hab da mal eben was gefressen. So, irgendwelche Metalle? Thank you.
fressen. Okay, die haben schon drei Eier zerstört. So. Ne, angreifen wird nicht. Jäger mich erwischt. Aber das macht nichts. Dem hatte ich nicht mal ausgerüstet. So. Deswegen gab es auch keine Punkte. Sollen wir mal schauen, wie die Endabrechnung aussieht? So. 638 Kolonisten wurden gerettet. 474 wurden getötet. So, als nächstes wird gespielt entweder eine Jagdmission auf der Fusionskraftwerkkarte oder eine Rettungsmission auf der Broken Hill Gießereikarte. Es wird die Fusionskraftwerk-Geschichte. So, und die Jäger haben Supportrunden bekommen. Krake. Zweimal Blitzschlag, einmal Wirbel. So, und Panzerungsregeneration. So, und ich kämpfe diesmal gegen Kyra, Hank,
Jack und Blitzmakoff. Das mit der Entwicklung diesmal ziemlich lange. Ich direkt in die Arme fast reingelaufen. Okay, jetzt bin ich halt in den Arm reingelaufen. Aber ich hoffe, dass ich noch entkommen kann. Thank you.
haben wir noch. Und Jack. Und sollen sie sich um den anderen dicken sich kümmern? Thank you.
Da fest, okay. Dann geht's hier weiter. Mine zu sein oder so. Thank you.
kannst raus. Bleiben die nur Transfug anpressen. Ah, hier schon. Der Jack da, zack, und alle vernichtet. Hat ein bisschen länger. Erfahrungspunkte gemacht. Okay, Nachbeben habe ich 4-mal. Mehrere Ziele getroffen, genauso wie der Blitzschlag und Wirbel. Okay.
So, die Jäger haben 860 Kolonisten gerettet und das Monster hat 808 Kolonisten getötet. Okay, so ein Gleichstand, würde ich mal sagen, fast. So, entweder wird eine Nestmission auf der Wetterstation gespielt oder halt eine Rettungsmission auf der Broken Hill Gießerei. Das wird eine Nestmission gespielt. So, radioaktive Wolken fügen Jägern in ihrer Nähe Schaden zu. Zweimal Blitzschlag, einmal Wirbelwind und Panzerungsregeneration. So, ich kämpfe gegen Rogue Whale, Carla, Griffin und Blitzmakroff. Sollen die ruhig das erste Ei zerstören? Macht das schon sehr viel aus. So. Ich würde mal ein Ei ausbrüten, mal langsam. Teleporter.
Monster erschaffen. Für später schon mal soweit. Fressen. Das heißt, es anderen zu finden. Was los ist. Ja, ich bin an dem Überlegen. Ach komm. Warum nicht? Ich werde mal schauen. Ja, ich glaube. Ich werde noch einen zweiten Nina noch hochschicken. Okay, Ei kann nicht ausgebrütet werden. Okay. Dann. Die haben sich irgendwo versteckt. Thank you.
Katastrophe. Das war die Truppe. So, gab es wieder massiv Erfahrungspunkte. Gewonnen, eine verloren. So, die Jäger haben 976 gerettet, das Monster 1248 getötet. Okay, Jäger haben jetzt einen Vorteil. Etwas stärken. So, jetzt gibt es eine Verteidigungsmission auf Neu-Kaliko. Und meine Diener haben eine Panzerung dazu bekommen. So, und hier wähle ich Krake der Phase 3 direkt. Da baue ich meinen Blitzschlag aus. Zweimal Benjamin, dreimal Wirbel und einmal Nachbeben. Und ich nehme die Panzerungsregeneration. So, und ich kämpfe gegen Slim, Sunny, Griffin und Hyde. Thank you.
Die Apfeltürme sind schon mal weg. Das ist wichtig gewesen. Und mein Diener halt den Generator nicht aufpacken. Ehrlich gesagt, nichts wegen dem Baum. Okay. Mach mal einen schnellen Rückzieher. Und meine Diener machen schon ihre Aufgabe. Weil ich muss diesen Panzerbock anfressen. Weiter geht's. So. Ach, guck mal, Generator 2 ist auch so gut wie kaputt. Mit meinen Dienern zum Generator laufen. Okay, die kümmern sich um den Dicken. Abstiegszeit um 30% reduziert. Oh, nehme ich gerne.
würde ich mal sagen, zum letzten Mal. Erfahrungspunkte. Oh, ne, gute 4241 Erfahrungspunkte bekommen. Hier gibt es nochmal schöne Erfahrungspunkte. Ein Generator zerstört. Schadensresistenz freigeschaltet für die Jäger. Ein neues Hintergrundbild auch noch. Von der Leistung her war okay. Okay, eine Flut von Monster überwältigt das Schiff und dezimiert die menschliche Präsenz auf Shea. Einige wenige Menschen überleben vorerst. Die Versuche von Embossar, die Translokationsfähigkeit des Geistes nachzubilden, scheiterten. Alle Beweise ihrer Experimente verschwinden in der Wüste von Shea. Ja. Und ich würde mal langsam sagen. Genau, ich würde jetzt mal langsam sagen, das war's auch wieder fürs Erste. Mit der Evakuierungskampagne. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch und bis bald und tschüss.